So, und da sehen wir auch schon wieder jetzt die Fenglope. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich probiere mal, ob das hier vielleicht mit der hier klappt. Ich bin mir nicht sicher, ich möchte nichts von der abkriegen, auf jeden Fall. Oh. Ja, verstecken wir uns mal. Ja, dass er uns hier nicht erwischt. Oh, wow. Das sag mal. Ja, mal gucken. Ja, bis jetzt fühlt sich Broncherry nicht schlecht. Ja, oder auch. Ja, puh. Doch schlecht vielleicht. Broncherry, halte durch. Ihr seid hier beide mit involviert. Und oh, es wird mir gefährlich hier. Ich möchte auf jeden Fall nichts abbekommen. Es sind nur 5% Chance. Ja. Oh Gott, ist denn hier dahin? Ich hätte nämlich kein nichts abbekommen. Ja, 7% Chance, okay, das ist nichts. Ja, jetzt können wir es mal probieren hier. Mal einen Catch-Versuch starten hier. Jawohl, 30. Da müssen wir jetzt mehrere Bälle werfen. Eins. Und nochmal. Oh, der hat gesessen. Ja, man muss hier aufpassen bei der. Es geht auch ein ziemlich schnelles Pal. Jawollo! Puh, die Fenglope haben wir geschafft. Ja, und eine Truhe gönnen wir uns auf jeden Fall noch, die ist da hinten. Jawoll. Schick, schick, schick. Pilze brauchen wir jetzt nicht. Ein Erz brauchen wir jetzt auch nicht. Obwohl Erz, na, aber in unserer Farm bauen die ja ab, das ist ja nicht schlecht. Deswegen können wir jetzt hier beruhigt weiter gehen. Unser Inventar ist hier halt mal schon wieder randvoll. Mit lauter guten Dingen. So. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Jetzt ist halt, ja, jetzt ist wieder Tag, das ist genial. Subi. So. Dann kommen wir in Nightwing und flattern wir beide hübsch mal davon. Wo wollten wir denn jetzt hin? Wir haben jetzt hier gesehen, wir wollten jetzt mal Richtung Bushi. Bushi wollten wir jetzt mal machen, eigentlich mal, schon seit langem. Ja. Muss mal gucken, wo lange wir jetzt fliegen müssen. Ja, richtige Richtung, aber wir stürzen gleich ab, mal wieder. Wieder Energie tanken und dann geht's auch schon weiter. Ich gucke mal, ob irgendwas für ein Buschi in der Nähe ist. Nee, wir fliegen einfach querfeldein durch. Wir gucken einfach uns ein bisschen hier die Natur an und die Welt hier. Das wollten wir eh hier mal machen. Wir sind aber auf dem richtigen Weg, ja. Das ist wichtig. Und gibt es mal Rebunnies? Die haben wir auch noch nicht alle. Ja, hier ist Ruhe jetzt. Ja, die haben wir jetzt nicht getroffen hier. Sag mal. Aua, du Mischstück, du. Bleib bloß da drin jetzt. Ja, noch eins bräuchte man. Noch eins holen wir uns jetzt hier. Bevor der Treffer hier kommt. Schnell, zack. Und zack. Und dann weg, bevor die anderen wach werden dann dadurch. So. Relaxus. Ist jetzt die Frage. Ist es für uns ein Versuch wert, einmal kurz den Ball zu schmeißen und den uns zu catchen? Wir probieren es aus. Ich hoffe, wir bringen ihn nicht wieder um. Diesmal nicht. Jawohl, jetzt können wir hier mal schnell weg. Den haben wir auf jeden Fall jetzt. Safe. Da stand 100% dran, ich habe es gesehen.
So, wo ist jetzt hier eigentlich Bushi? Oh, jetzt sind wir vom Weg abgekommen hier. Ganz, ganz schlecht. Bushi, 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 der ist da unten. Oder da hinten besser gesagt. Wir schauen uns hier trotzdem immer ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir ja noch was zum Mitnehmen. Ja, wie die Truhe zum Beispiel hier. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. So, nochmal auf der Map gucken. Ja, wir fliegen wieder davon. Wir müssen in diese Richtung. Ja, ich glaube, wir nähern uns auf jeden Fall da, wo wir hin sollten müssen. Ah ja, auf jeden Fall ist eine Limfuk-Statue, habe ich gesehen. Die brauche ich auf jeden Fall. Was ist denn jetzt eigentlich hier? Ja, Bushi haben wir hier auf der Insel. Aber ich hole mir kurz die Limfuk-Statue. Was ist das? Ja, das haben wir noch nicht. Ich kann mal aber auch mal kurz mitnehmen hier. Ich hoffe, das schadet uns nicht allzu sehr. Von denen haben wir echt viele. Jawohl. Ja. Ein Surfend. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir fangen uns dann noch mal eins von denen. Ich überlege gerade, ob ich das so einen Ball schmeißen kann einfach. Oh ja, na dann. Einmal einen Schuss hier noch abgeben hier. Da trifft er nicht noch. Jetzt hat er getroffen. Zack. Nehmen wir mit. Jawohl. Die haben wir, ja, die haben auch noch nicht komplett hier. Jetzt haben wir sie komplett. Und dahin habe ich noch irgendwas Fliegendes. Oh, was ist denn das? Ein Waverin haben wir da. Und bleib mal stehen da. Der haut hier ab. Vielleicht kriegen wir den auch so ohne Schaden. Ja, mega, ein neues Pal haben wir gefangen. Supi. Ach, übrigens, wir sind jetzt hier bei Bushi angekommen. Und erst nochmal, zuerst aktiviere ich immer lieber die Statuen, weil die Statuen sind mir wichtig, falls wir das Zeitliche segnen, dass wir schnellstmöglichen Weg wieder hier zurück haben. Also nehmen wir mit. Oha. Ja, die hier nehmen wir uns auch nochmal mit, die Broncheri hier. Oh ja, der ist auch hartnäckig hier. Hoffen mal, dass die jetzt hier drin bleibt und nicht wieder rauskommt. Aber. Jawohl, gut. Haha, puh. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass die eben nicht wieder raus ist. So, zu Hause. Oh, wir können ja schon wieder die Statuspunkte erhöhen. Ist ja mal mega. Ah, wir erhöhen diesmal wieder in Gewicht. Und die Statuspunkte können wir uns natürlich jetzt auch schon wieder hier verteilen. Ist ja alles hier mega, 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 mega. Was nehmen wir denn jetzt heute? Oh, guck mal, jetzt haben wir, können wir auch einen Fenglope-Sattel benutzen. Oder zumindest mal herstellen. Die kälteresistente Metallrüstung, die brauchen wir auf jeden Fall noch. Habe ich vergessen vorhin. Waffenfließband. Tomatenacker. Und jawohl, diese Aufbewahrungsbox, die habe ich hier gebraucht. Das ist nämlich hier die Megabox. Da passt unheimlich viel rein. Die kann man bis weiß was ich Gott wie voll knallen. Das ist schon mal mega. Jetzt haben wir Bushi, das ist. Ja, da braucht man ein Panking dann dafür. Ich hoffe, wir sterben nicht. Wünsche mir viel Glück. Oh, der hat uns schon gesehen. Das ist ja mal fantastisch. Ja, super. Das wollte ich jetzt eigentlich hier natürlich nicht haben. Müssen wir uns ein bisschen fern von dem halten.
Fucking. Der darf uns halt hier nicht erwischen, hier. Sollte uns zumindest mal nicht erwischen. Oh ja, wir müssen abhauen hier. Bei dir muss man immer rennen, immer rennen, immer rennen. Dass der eine nicht erwischt. Fucking. Ja, aber der hat uns schon wieder erwischt hier. Wir haben nämlich nur noch 4 Bälle. Die müssen wir hier nämlich gut gut aufbewahren hier, dass der uns hier jetzt nicht killt. So. Erster Versuch ist mal wert jetzt. Der ist, glaube ich, jetzt genug geschwächt. Eins und nochmal kommen. Jawohl. Jawohl, der nächste Boss-Sieg ist ja mal mega. Gut, haben wir auch hinbekommen. Den Bushi haben wir auf jeden Fall. Ist ja schon mal super, ne? Gut. Den haben wir. Was war das? Wir gehen jetzt. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal zurück. Unsere Rüstung reparieren, mal gucken, wie weit die hier beim Farmen schon sind. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall hier einiges an Pals hier mitgenommen. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt haben wir auch schon ein Riesengebiet hier unten erkundet, wie ihr seht. Wir haben hier unser Lager. Zack. Es ist ja schon mal mega, mega gut, was wir jetzt hier geleistet haben. So, das kann man zurück. Ja, und das, den Rest behalte ich mal hier bei mir im Team. Wir haben noch 180 gegrillte Beeren. Ja, die haben ja einfach schon 300 Holz mal wieder produziert. Ist einfach Wahnsinn. Wahnsinn. So, hier gab es nochmal 10 Metallbarren. Die packen wir jetzt hier mal mit rein einfach. Und die ganzen Eier, meine Lieben, die ganzen Eier, die können wir jetzt hier mal alle ausbrüten. Und die Bären nerven mich hier auch. So, ein Ei da, 15 Minuten, eins 30 Minuten, eins 7 Minuten, eins da, eins da. Ich glaube, das war's jetzt, ne? Bruttempo kalt, das ist blöd. Ja, wenn ich jetzt hier ein Feuer hinmache, dann ist es zu heiß. Ne, passt. Optimales Bruttempo, das ist in Ordnung, 19 Minuten. Eier haben jetzt keine mehr, wie ich das sehe. Also passt das Ganze. Wir reparieren jetzt erstmal unsere ganzen Sachen wieder. Und mal gucken, können wir schon was erhöhen? Ah ja, wir haben genau 15 Stück und können erhöhen. Super, machen wir. Und das hier für mich schon mal die 3 Palsfernen gebaut, ist ja auch mal mega. Das reparieren. Okay. Was brauchen wir hier? Warum will der nicht alles reparieren? Ah ja, guck mal hin. Nee. Reparieren. Okay, na gut, dann hat er irgendwie was gehangen. Nightwing-Sattel, den haben wir ja bereits schon. Elektrik-Diersattel, den machen wir, lassen wir jetzt mal sein. Jetzt gucke ich. Oh, was ist denn das? Wow, guck mal. Wir haben etwas Legendäres hier getroppt. Das muss man auf jeden Fall sofort mal herstellen. Mega Hammer.
Und wir das denn hier aufgegriffen haben, was Legendäres. Ha! Meine Lieben, das ist ja, das haut mich jetzt gerade etwas vom Hocker. Einen legendären Haarschmuck, ich sag hier mal. Das ist ja mal mega. Die Terrasphären, da haben wir jetzt 5 Stück hier schon verlegt. Eine Metallbarren. Ja, machen wir. Wir benutzen jetzt auch mal die Terrasphären mal zum Herstellen. Just for fun einfach mal. Haben wir nicht schon. Wir haben ja schon Federhaarschmuck, aber der eine ist natürlich legendär. Und das ist wahrscheinlich dann das hier. Bauplan Nummer 4. Hammer. Ja, wir müssen aber unser Inventar irgendwo mal leeren. Das wäre nämlich hier angebracht, mal kurz. Ich schmeiße einfach hier mal gerade mal die ganzen Sachen, die hier einfach mal hier zu viel sind. Einfach mal mit hier rein. So. Wir tun jetzt einfach hier mal durchklicken, was man hier alles hier entsorgen, mit reinschmeißen kann hier. Okay. Und zu Blüten haben wir auch schon 2, schau mal mega. So. Da geht nichts davon. Okay, hier. Ah, das sind dann die hier wahrscheinlich hier alle. Aber das hier. Haben wir einen mit, machen wir den da rein. Nehmen wir den mit, machen wir den hier rein. So, wohin ist mit den antiken Bauteilen? Die weiß ich noch immer nicht wohin. Deswegen, meine Lieben, habe ich hier gerne Ordnung. Die kommen mal raus, dann kommt die hier rein. So. Jetzt hat man hier ein bisschen Platz, oder? Kann man das hier nämlich da rein tun. Gut, die Medizin lasse ich jetzt mal da. Das antike Buch, das können wir gleich mal benutzen. So, super. Und dann. Jawohl, den Schwefel und so können wir auch mal irgendwo ablegen. In die Drohne am besten hier rein. So. Der Schwefel und Feder zum Beispiel und die Pflanze brauchen wir jetzt nicht. Und den Pfeil, der geht zu den Waffen rüber. So, Pfeil können wir hier ablegen und einen Ring können wir noch ablegen. Dann sieht das Ganze doch schon mal super aus, ne? So, wie sieht es hier aus mit dem Federhaarschmuck? Jawohl, danke. Was können wir jetzt produzieren? Oh, jetzt können wir nichts mehr produzieren. Megakleider haben wir auch noch nicht, also auf geht's. Den legendären Haarschmuck nehmen wir mal. Den hier tun wir entsorgen. Der ist halt auch genial. Der hat LP 96 und Verteidigung 24. Vor tödlichen Kopfverletzungen, das ist immer gut. Jetzt haben wir schon ein legendäres Teil. Bombe. Und den Megakleider nehmen wir natürlich auch gleich, weil wir haben nur den normalen. Und so, ja, meine Lieben, so arbeitet man sich dann da Stück für Stück nach oben. Das ist wohl dann so, so Hammer. Und jetzt können wir mal gucken hier. Hitze, Metall. Mir wäre natürlich die Metallrüstung hier am besten, weil die ist halt mal 105 Verteidigung, ne? Oh, und Gigaschild können wir auch noch produzieren. Machen wir gleich mit. Weil dann sind wir nämlich hier nicht mit dem einfachen Schild geschützt, sondern gleich mit einem Gigaschild. Den Kleider können wir entsorgen. Ich helfe mal kurz ein bisschen mit. Das braucht jetzt zwar ein bisschen, aber lieber wir sind auch mit dem Gigaschild geschützt vor Angriffe. Und dann gucken wir mal zu der anderen Farm. Ja, der hier, der chillt mir da hinten jetzt gerade ein bisschen. Irgendwie. Jawohl, so, dann ist der jetzt hier auch wieder befreit. So, wir holen unser Gigaschild. Penking hat rote Beeren gegessen. Sag mal, der frisst hier meine ganzen Beeren leer. Aber der isst halt auch einfach ziemlich viel, das stand ja mit dran. Jawollo. Ziehen wir mit an und schon haben wir hier 540 Schutz anstatt 100.
Das ist halt schon mal ein Wort, ne? So, okay. Kann man zurückrufen. Jetzt gehen wir noch ganz schnell, ganz schnell zum anderen Dorf. Mal gucken, wie weit die denn schon sind. So, zack, zack. So, meine Lieben, wie ist hier die Lage bei euch? Oha. Also enttäuschen tun die mich hier nicht. Auf gar keinen Fall. Mega fette Angelegenheit hier. Die scheffeln hier nämlich, was das Zeug hält. Gleich mal 500, 700 Steine. Zack, zack, zack. Das habe ich nämlich gemeint bei euch. Ihr braucht euch jetzt nicht mehr darum zu kümmern. Ihr seid unterwegs in der Area. Und die farmen hier für euch das Zeug. Jetzt sind wir halt leider voll. Das ist halt Nummer eins, was halt da dazugehört, ne? Können wir uns überlegen, ob wir das Zeug erstmal alles in die Truhen deponieren hier. Aber das Erz nehme ich mit. Weil ich würde gerne noch Metallbarren herstellen. Zumindest mal die 40 oder 60 Stück, was sich hier raus ergeben. Sollen die dann einfach hier produzieren, gemütlich? Und dann ist das Ganze gut. So, zack. 78 Dinger. Sehr schön. Jetzt wollte ich gerade noch mal was gucken. Pals verstärken zum Beispiel jetzt hier. Haben wir sechs Dinger übrig. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel beim Panking jetzt hier erstmal auf die Arbeit gehen, dass es da bei dem dann nachher schneller läuft. So. Falls ich den mal irgendwo einsetzen muss. Ah ja, jetzt haben wir was vergessen. Die ganzen Sachen hier mal alle ablegen. Ja, meine Lieben, und das hier war es auch jetzt schon für diese Folge hier. Und beim nächsten Mal erkundigen wir mal weiter die Map und schauen einfach, was noch so mega geiles zu tun gibt. Auf jeden Fall mega geiles Spiel, echt. Deswegen bis gleich.